Ja, hallo wieder. Hallo wieder bei Geralt und seinen verrückten Abenteuern. Wir haben den Spiegel zusammensetzen lassen und wollen jetzt mal gucken, ob wir Alina aus ihrem Elend als Mittagserscheinung erlösen können. Beziehungsweise auch ihre Schwester. Schauen wir mal. Folgt der Mittagserscheinung. Kommt mit mir. Alina, seht in den Spiegel. Alina? Seht genau hin. Es ist so romantisch. Ich bin Alina. Ich muss mich sputen. Ich werde bald heiraten. Alina, ihr seid tot. Warum sagt ihr das? Ich fühle mich prächtig, auch wenn mir etwas kalt ist. Seltsam. Dabei ist es ungemein heiß. Ich muss Himbeeren für meinen Liebsten sammeln. Warum wollte Alinas Seele nicht gehen? Ich spüre, dass sie jetzt glücklich ist, denn sie denkt an ihre Hochzeit. Sie weiß noch nicht, dass sie ein Gespenst ist. Vielleicht reicht der Spiegel Nehalenjas nicht aus, den Fluch zu brechen. Ich hörte einst die Geschichte einer Mittagserscheinung, die keine Nilfgaarde heiraten wollte. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie endete. Eine Legende, sagst du. Vielleicht sollte ich einen Volkskundler fragen. Ich versprach Julian, seine Liebste zu befreien. Geralt, liebt ihr jemanden? Ja, aber das geht halt nicht. Ich weiß nicht recht. Das ist traurig. Ihr solltet euch verlieben. Ja, ist eine tolle Idee. Ich bin doch verliebt. So. Also, so einfach war es noch nicht. Gucken wir mal kurz ins Questlog, was wir jetzt so zu tun haben. Ja, ich muss weiter nach einer Lösung finden, das ist mir schon klar. Faustkampf, Geheimnis der SalamanderInnen, wie Zima vernichtet. Persönlichkeit. Das den Rüstungsteilen suchen. Und dann müssen wir zur Herrin des Sees. Hier war doch auf dem Feld war doch auch noch irgendwo eine Gruft. Druidenkreis, Ort der Macht, Lagerfeuer. Wo war denn diese Gruft? Da, ich bin auch blöde und blind. Also einfach ein bisschen in den Süden gehen. Da müsste sie dann auch schon direkt sein. Da suchen wir auch nochmal ein bisschen nach den Aufzeichnungen des Elfen-Typen. Han, nehmen wir mit. Nehmen wir nicht mit. Gehen wir weiter. Dann gehen wir jetzt in die Gruft. Und danach zur Herrin des Sees. Vorausgesetzt, wir überleben die Gruft. Haha. was machen die Dinger hier eigentlich? Erstmal gar nichts, ne? Na gut, komm, wir gehen in da rein. Muss ich bestimmt wieder eine Katze trinken? Sonst seht ihr nichts. Und ich, wenn man erstmal ein bisschen weiter drin ist, auch nicht mehr. Das wollen wir. Ach, du dickes Ei, okay. Ganz ehrlich, ich trinke jetzt erst die Katze. Dann kriegen wir halt mal eben ein, zweimal einen auf den Sack. Aber das ist wichtig. So. Und dann das Schwert raus und Scimitar erledigen. Gar kein Problem. Aua. Und da liegt er doch. Sehr schön. Ah, da kommen schon wieder die nackten Weiber an. Schneller Kampfspiel, glaube ich. Und dann doch jetzt den Gruppenkampfspiel, ne? Ja, greif doch. So, da liegen sie doch. Jetzt kann ich den Scimitar endlich mal looten, hoffe ich. Hallo, Schwert wegstecken, danke. Oha! Achso, das ist der Kiefer. Nee. Das können wir denn mal hier lassen. Als Substanz wollen wir auf jeden Fall behalten. Bruxa-Blut auch. Ghoul-Blut. Bestienleber. Zunge eines ertrunkenen Toten. Warte mal. Äther und Rubedo. Komm, weg mit der Perle. Nehmen wir lieber mal den Kiefer mit. Triol brauchen wir nicht. Das nehmen wir
mit. Und da ist auch noch eine Sache drin. Lassen wir stehen. Dann geht's der nächsten jungen Dame an den Kragen. Verzeihung. Aber dein Gesicht war hässlich. So. Und ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir müssen in diese Richtung. Denn in der anderen Richtung war ja nur dieser... Naja, Rare Mob möchte ich mal nennen. Ach ja. Junge, das ist aber... Hier muss auch unbedingt mal einer Staub wischen. Also im Sinne von Monster wischen. Fühlt sich ja schon wie der Kammerjäger hier. Zack. Und tschüss, Kollege. Nehmen wir mit. Und nehmen wir mit. Das Leichengift brauchen wir nicht. Jetzt mal was anderes. Da sind wir. Da ist der Grigstein und da ist der Kreis der öden Lande. Dann gehen wir erst einmal in diese Richtung. Und stellen fest, dass hier... mal wieder ein Ghoul ist. Yay! So, tschüss Ghoul. Oh. Großer Bruder Al-Ghoul ist auch noch vorbeigekommen. Aber liegt dann gleich daneben. Da können sie sich wenigstens unterhalten. Wenn sie noch reden können. So. Den Guten. Achso, da geht's hoch zu dem Rare Mob. Jetzt bin ich doch in die Richtung gegangen, ich Trottel. Na gut. Jetzt kommen wir auch im Kopf angelatscht. Ich gehe mal ein bisschen, dass die alle vor mir stehen, weil... weil... Naja, ich glaube von hinten ist immer doof. So, Alp auch noch. Du bist ja ein Alp. Na komm, steck das Messer weg. Alles schön looten. Ups, alles schön looten. Also jedenfalls das, was wir mitnehmen können. So, jetzt muss ich nochmal kurz auf die Karte schauen. Ach ja, jetzt sind wir da, okay. Was war denn das jetzt? So, Überreste noch. Die interessieren uns jetzt nicht weiter zurzeit. Dann gehen wir nochmal dahin, wo der... der ganze böse Onkel stand. Gravier. Zwei. Irgendwas. Flatterer. Dann leg dich mal hin, Kollege. Oh, jetzt gibt's auf die Nase. Ups, zu schnell. Naja, kann passieren, kann passieren. Auch nochmal schnell weghauen. So. Dann mal das Messer wegstecken und looten. Na, ja, scheiß auf die Flügel. Okay, in der Richtung war schon mal nix. In dieser Richtung ist... naja, wieder nur Ärger. Ach du dickes Ei. Es dauert ja ewig, hier durch die Höhle einmal durchzugehen, wenn das hier immer... so viele Viecher gibt. Ja, komm, bleib liegen. Entschuldigung. Messer am Rücken ist auch eher unfreundlich von mir, aber hey, du hast angefangen. So, alles nehmen. Hier war der böse Onkel. Da liegt eine Leiche. Und da ist noch eine Kiste. Aber da können wir nicht beigehen. Muss auf die Karte schauen. Nee, mehr gibt's hier auch nicht. Na gut, dann gehen wir zurück. Durch die gar düsteren Gänge. So, da ist der Ausgang, natürlich. Und in diese Richtung geradeaus müssten gleich... Grig sein. Und hier ist Gornischt.
So, jetzt müssten die Griggs rechts sein. Hier sind die Aalghule. Die hatte ich zwar nicht gesucht, aber kommt, nehmen wir mit. So, der hat seinen Bruder noch zur Hilfe gerufen. Achso, da ist er noch hinter mir noch. Verstehe. Machen wir es wieder so, dass die vor uns stehen beide. Und haben sie hingelegt. Lass mich looten. Sehr schön, danke. Ups. Ich drücke manchmal echt zu oft Escape, ne? Naja. Oh, warte mal, waren wir da denn überhaupt schon drinne? Also das ist der Kreis der Elemente, da gucken wir mal eben zuerst. Kreis der öden Lande vielmehr. Das nehmen wir mal kurz mit. Und mehr gibt's hier aber nicht. Dann gehen wir hier mal jetzt rechts rum. Unterhalten uns nochmal mit der jungen Dame hier. Und mit ihrer Freundin dann auch gleich wahrscheinlich. Wer macht denn sowas? Ach du dickes Ei. Hab den großen Bruder noch geholt. Ach ja. Nur Fall oben Typ. Danke. Dann wird wieder gelootet. Mal sind das Zähne? Die würde ich dann ja doch für den Zahnarzt gerne mitnehmen. Nee, das ist halt. Achso, den Zahn habe ich mitgenommen. Sehr gut. Den Kopf von dem auch. Da ist schon wieder irgendwas aus dem Boden gekommen. Mal kurz ignorieren. Oder auch nicht, weil müssen wir machen, sonst können wir hier eh nichts anklicken. Ich hatte da eben irgendwie weiße Schrift gesehen. Ich glaube, der Sarkophag könnte auch interessant sein. So, tschüss, Kollege. Was ist das? Weißwein Essig. Weißwein wäre mir lieber. So. Na ehrlich, ich habe hier doch eben irgendwie weiße Schrift gesehen. Aber nee, scheint nichts zu bringen. Dann gucken wir mal noch mal eben bei den Kollegen Griggs rum. Holztruhe. Ach Mann. Jetzt aber die Holztruhe. Ja, und da ist nur noch eine Fackel drin, ne? Was ja überaus hilfreich ist. Da kommen wir nicht durch. Eine Bruxa. Moment mal, hier ist ein Ghoul. Wo ist die Bruxa? Also irgendwo muss es dann hier ja... Ja, ja. Schwert euch mal. Hier wurde doch gerade eben irgendwo eine Bruxa angezeigt. Moment. Komm ich hier vielleicht durch? Eher nicht so, oder? Nee. Ihr kleinen Sportsfreunde. Auch nichts für mich. Ja, dann ist die Gruft leider auch nicht allzu zielführend. Oder wie sehe ich das? Schrein der Griggs. Ja, da waren wir doch schon. Warte mal, ich gucke mir den trotzdem nochmal eben von nahem an. Wo muss ich denn da lang? Da.
Okay, den kann ich nicht anklicken. Ja, dann gehen wir wieder raus. Ich weiß nicht, wo es weitergehen soll. So, mal schnell einen Schluck Kaffee zwischendurch. Ach, sieh nur wieder. Und tschüss. Okay, jetzt aber raus hier. Und wirklich ein bisschen... Ja, ich frage mich, in welche Gruft wir denn noch gehen könnten, weil das waren so meiner Meinung nach alle Grüfte, die wir so haben, oder? Ja, Grabhügel, Kreis der Elemente, Ort der Macht. Vielleicht kann man sich die Quest hier ein bisschen... als Questverfolgung anzeigen. Nee. Sein Grab oder seines Schüler. Ja gut. Dann werde ich mal nochmal da unten beim Einsiedler kurz gucken gehen. Vielleicht ist da ja noch ein Grab, das wir übersehen haben. Da steht nämlich ja gar nichts von Gruft, sehe ich gerade. Und warte mal, hier war doch noch den kleinen Bauernhof, war da glaube ich auch noch gar nicht. Könnte man auch noch mal eben vorbeigucken. Was geht da ab? Mittagserscheinung, jawohl. Na ja, gut, jetzt müssen wir sie doch bekämpfen. Dann machen wir das halt mal schnell. Bruno, wo ist die zweite? Die kämpft hier gegen Alvin. Ich glaub's ja wohl nicht. Lass die Jungen in Ruhe. Tisse. Sowas. Was ist denn das? Funk. Ist doof. Wo sind die anderen? Da. So, und da gucken wir uns nochmal eben genau den Grabhügel an. Der war ja hier um die Ecke. Glaube ich. Ja. So, da kann ich aber nichts mehr anklicken. Aber wir sind genau da, wo wir sein wollten. Okay. Dann gehen wir mal nochmal zu dem kleinen Bauernhof. Und ansonsten, wenn da auch nichts ist, dann würde ich sagen, gehen wir zum Kreis der... Ach Quatsch, zur Herren des Sees. Und da müssen wir so ungefähr so laufen. Einfach mal geradeaus. Tja, hier war ja die wilde Jagd. Da kommen wir nicht hoch. Hier aber auch nicht. Tja, da vorne ist das Gebäude, wo man aufs Dach steigen kann. Ach ja, komm. So, dann greifst du gleich wieder meine Jungs an, ne? Ne, Moment, du komm mal mit. Die Dagon-Fuzzi-Seite, ja, komm her. Hier, den kriegst du auch noch. Und den kriegst du noch, zack, und da liegst du. Den kriegst du noch. Guck mal, den kriegst du auch noch. Jawoll, Hambo. Warte mal, was konnte ich denn da jetzt nicht mitnehmen? Hallo? Okay, konnte ich doch alles mitnehmen. Sehr schön. So, und wo ist jetzt dieser... Ach, hier, ein netter kleiner Teich. Den habe ich auch noch gar nicht gesehen bei Tageslicht, glaube ich. Hier müsste doch jetzt irgendwo dieser kleine Bauernhof sein. Da sieht es doch gut aus. Ja, der ist sehr klein. Nee, warte mal, hier war ja diese... Die Geschichte mit der Mittagserscheinung. Aber das ist der kleine Bauernhof. Okay.
Da ist ein Leichnam. Den hatten wir auch schon gelootet. Dann waren wir hier doch schon. Und dann gehen wir zur Herrin des Sees. Auf wie geht sie? Ja, und natürlich haben wir uns erstmal eine Wyvern angelacht. Ach, diese Wyvern-Viecher, die sind auch... So. Haben wir noch eine oder was? Nee. Kann ich looten? Was ist denn das da vorne? Königswyvern. Vielleicht sollten wir die auch nochmal umhauen. Vielleicht hat die noch einen Kopf wegzugeben. Machen wir mal. Und da haben wir sie auch schon an der Backe. Erstmal die Kleine wegmachen. Nein, 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 nein. Freundchen. Hier geblieben, du Mistviech. Du sollst nicht meine Leute umbringen, sondern ich dich. Oho. Dann nehme ich doch mal kurz so einen Raskar-Trunk. Weil wegen besser ist. Autsch. Ach komm, steh auf. Steh auf. So. Und jetzt gibt's auf die Nase für die Königsüber. Zu schnell, Mist. So, da liegt sie. Das war's, glaube ich, oder? Jawohl. Nehmen wir alles mit. Han, kannst da wieder aufstehen. Tut mir leid, dass ich zu langsam war. Entstellter Leichnam. Aha. Hat es ja vielleicht doch noch einen Sinn gehabt, hier mal eben vorbeizuschauen. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay. Das nehmen wir auch mit. Und jetzt haben wir keinen Platz mehr. Dann lassen wir mal das Dörrobst. Ach, weißt du was? Das hauen wir uns mal kurz in Schädel. Ah ne, tun wir nicht. Das schmeißen wir weg. Und, komm, das Wyvern-Ei brauchen wir auch nicht. So. Aber gut, das war jetzt nicht so erfolgreich, aber... Naja. Besser als nichts. So, dann rennen wir nochmal kurz zum Ausgang. Ja, den Wyvern werden wir wohl auch noch killen müssen. Ja, war ja klar. Ja, machen wir das mal schnell und dann ist aber hier Aufnahmepause angesagt. Schon wieder völlig drüber. Du sollst meine Kumpels in Ruhe lassen, du Mistvieh. So, habe ich dir doch gleich gesagt. Hättest du mal Ruhe gegeben, Freundchen. Wo geht's denn überhaupt lang? Genau, da durch die Schlucht und dann kommt man nämlich direkt drauf zu, glaube ich. Jep, jep. Dann rennen wir da noch kurz hin in der Folge. Was anderes wird nicht mehr passieren. Außer natürlich, wir werden noch in den Kampf verwickelt. Also können wir quasi auch abschalten. Außer ihr möchtet den Weg gerne noch sehen. Dann bleibt ihr bitte mal dran. Hier komme ich nicht hoch, war klar. Ja gut, kommen wir hier. Dann hauen wir die Mittagserscheinung nochmal eben kurz weg. Mal gucken, vorher mal auf die Karte. Ja, wir sind auf dem richtigen Wege. Volkskundler könnte vielleicht ja der König der Fischer sein, fällt mir dazu ein. Der uns da noch vielleicht was sagen kann zum Thema also zu dem Thema Alina. Das wäre ja cool, wa? Hier muss auch mal einer Rasen mähen. Unglaublich, wie es hier aussieht. Nee, das ist Korn, ne? Also, Gerste oder so.
Okay, dann will ich nichts gesagt haben. Aber da muss irgendwann mal einer ernten gehen. So, und jetzt sind wir am Tor angekommen und damit verabschiede ich mich. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis bald. Ciao.